Ein Forstschlepper soll hier verunfallt sein. Das hat diesen Brand hier im Wald ausgelöst. Der Brand hat sich ausgebreitet Richtung Norden und Richtung Osten. Am Anfang konnten wir nur den Weg hier sichern, sodass die Tanklöschfahrzeuge uns weiter mit Wasser versorgen können. Die Feuerwehr von Sandberg hat hier als allererstes hier die Löschfahrzeuge hingestellt mit einem Faltbehälter, der in den Pendelverkehr der Tanklöschfahrzeuge eingebunden ist, die alle 15 Minuten ca. 2.500 Liter Wasser bringen. Ziel bei dem Austauschen ist, dass die Feuerwehrleute ja nicht den ganzen Tag am Brandherd stehen können, wie man sieht, und auch verschiedene Tätigkeiten noch durchgeführt werden müssen und die Erschöpfung halt von den Feuerwehrleuten sehr groß ist. Und aus dem Grund machen wir dann einen Austausch. Und der ist jetzt von uns vorbereitet. Wir haben jetzt an der Einsatzleitung gemeldet, dass wir ca. 25 Leute in unserem Abschnitt haben, die jetzt ausgetauscht werden müssen. Die sind jetzt seit 9 Uhr im Einsatz und jetzt haben wir jetzt 1 Uhr und da wird es Zeit, dass das halt ausgetauscht wird. Da geht es auch darum, dass wir Benzin noch Nachschub kriegen, Dieselnachschub. Die Fahrzeuge können nicht abgezogen werden, die müssen vor Ort bleiben. Das heißt, es wird dann nur das Personal ausgetauscht.